südlich von Wortham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich bin bereit für sie. Cool. Also zur Kapelle. Erstmal aus dem Heilbrunnen trinken. Da liegt immer noch der tote Virgil. Ein Bücherregal. So, machen wir mal das Stadttor auf. Und dann töten wir. Dann töten wir Foxy. Und essen ihn. Den Barbaren ist aber mehr dran. Ja. Aber der hat keine Brüste. Ihr haltet den Brüste. Kreuzzug nicht auf. Endlich drei. Ah ja. Ja. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Oh, die haben hohen Appetit. Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Ah, Hilfe! Okay, sind sie eh tot. Oder die ganze Gold. Und? Vault 21. Oha, wenn du auf die zauberst, dann werden die eigentlich stärker. Die absorbieren deine Magie. Was? Ja, die sind voll böse. Rest meiner Magie auch. Ja. Voll, voll die Schabos. Der Wiesel Goliath im Borderlands 2. Ja, ja. Greifst du an, dann und so. Er tötet irgendwelche anderen Gegner und wird dadurch nur stärker. Aber leider wird ja niemand so OP, dass man nicht von, dass man ihn voll besiegt werden könnte. Nein, gut, ich hatte schon mal einen Goliath, den hätte ich nicht besiegen können. Es gab noch, sie hatten aber so einen Badass Goliath, der war schon von Anfang an so Badass Goliath. Echt? Badass. Ja, ja, aber das haben wir gerade, haben wir aber gerade richtig. Der Stabstil. Euer Tag. Der war in der Arena. Wusste ich gar nicht. Ja, ja, nee, so, du meinst dieser Badass mit diesem Gatling da. Ja. Ja, ja. In der Arena war es etwas schlecht, hier solche Badass Goliaths zu machen. Ja, das stimmt. Ja, und die Kabel wird zum Ende hin auch. Ja. Sehr schön. Haha, ja! Haha, ja! Okay, cool. Darum hasse ich Spinnen. Weil die 8 Beine haben? Ja. Ich will auch 8 Beine haben und an Wänden hochklettern können. Na ja, gut, 8 Beine an Wänden mit 8 Beine haben, wobei das wäre jetzt nicht so der Hammer, aber ich würde wenigstens an Wänden hochklettern können. Ich will nur wie Spider-Man sein. Dann fährst du nach New York und dann machst du Spider-Man. Einst war ich einer von ihnen. Ja. Dann wirst du abgeschossen, weil du mit Schachtel zum Helikopter. Oder überfahren. Aber ungeziefer. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach ist doch richtig, oder? Nee, doch, keine Ahnung. Wir müssen immer eine Treppe kommen. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde verfluchte Truhe. Oh, was ist das? Wir müssen die genug Gegner töten, dann kriegen wir noch eine zweite Truhe. Los! Petra, alles aktivieren! Peter!
Das schaffen wir nicht. Doch, das schaffen wir. Wir sind Bob der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Ja. Bonustruhe. Wow. Wow, nichts dabei. Boah, kein legendärer Gegenstand, scheiß Truhe. Ja, das sind die schlechtesten Truhen, die ich je hatte. Ja, im gesamten Spiel. Wenn so eine leuchtende Truhe ist, so, oh ja, geil, legendärer Gegenstand. Ja. Freust dich so drauf und dann so, oh. Da kommt so eine normale Truhe und dann haut, kommen so drei legendäre Gegenstände. Genau. Ja, jetzt hier legendärer Gegenstand. Ja, ja. Kanzler Imon. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden. Vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. So helft mir doch! Wo ist mein verzweifelter Dorfbewohner? Keine Ahnung. Der ist erst voll unterbrochen, wo ich mir das Dix angehört habe. Das verlorene Wissen über den. Aber Schatzgoblin! Wo? Hier! Ah! Meins! Ach, du hast ihn schon getötet? Ja, ich bin Level aufgestiegen, das hat ihn so umgehauen, dass er gestorben. Cool. So ein Levelaufstieg, ah! Tot. Ah, zu stark tot! So wie in Dings in Dragon Ball. Warte. Ah! Super Saiyajin! Tot! Ja! Ich habe auch was mal ein bisschen. Was hast du eigentlich mit deinen Wünschen gemacht? Deinen Dragon Balls? Was hast du dir davon eigentlich gewünscht? Oder hast du da nichts bekommen? Und ich. Glaube mir. Weiß gar nicht mehr. Das ist irgendwann in einem Part drin. Kommt noch. Ich finde das voll schade. Du hast Part 23 schon hochgeladen, oder? Ja. Okay. Oh, das hättest du nicht sagen sollen. Fuchs, ich guck jetzt das ganze Display nochmal an. Ja, ich guck mir das jetzt an. Ich will es am besten von Anfang an anschauen. Ich habe mir auch den Part angeguckt, wo du die ganze gegen Mr. Satan verloren hast. Da habe ich auch angeguckt. Ja, scheiße. Alter. Hast du gesehen, wie OP der ist? Ja, wie kann Mr. Satan nur so OP sein? Wie viele Leben der hat? Weißt du, ein Freund von mir, der steckt gerade bei so einem Bossgegner fest, wo man irgendwie viermal oder so gegen kämpfen muss. Okay. Und das, ich weiß gar nicht, der Weltzerstörer oder so halt. Oh ja, und wisst ihr, was ich habe nachgegoogelt? Und zwar alle anderen Sachen, die nicht Saiyajin sind, sollen sich angeblich also nicht transformieren können. Er befiehlt die Katakomben aber, mit den monströsen Schöpfungen. Der Spielsackler muss sich aber leveln. Level 1, 2, 3 und so. Ja, eigentlich schon. Oder das ist ja gar kein Sinn. Hallo. Bleib, wo läuft denn? Boss? Ja, da ist der Boss. Ja, ich wollte erst den Typen hier zuhören. Und die Gegner kommen bekämpfen. Ihr rennt einfach vor. Du musst doch stark genug. Sogar Schatzglocken kippen einfach um. Ja, also los. Oha, er kann sich teleportieren, Peter. Mach das mit mir. Ja, ja. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin. Cool. Spinnenkönigin? So was gibt. Ah, OP. Oha. Easy peasy. Oh ja, komm, genau, komm mir runter. Sie haut direkt wieder. Also was ich mir, wenn ich Dragon Ball Xenoverse hab, ich weiß, was ich mir da schon für einen Charakter mache. Ein Erdbeer. Oh nein, du machst so einen Buchcharakter, oder? Ja. So einen weiblichen. Ja,
ihr werdet ihr Gift brauchen, um legendärer Gegenstand, scheiß Gegner. Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorics Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlichen... Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Oha, stellt auch noch Forderungen, wir sollten vertöten. Ja. Warte. Wie wär's, wenn wir kaufen gehen? Dann halt nicht. Ich hab's gerade gesehen, wo ich rausgegangen bin. Was? Ja, die ist jetzt es da drin in der Mine. Dort festzustecken. Oh, von einem Gegenstand gedroht. Was war das denn? Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel. Ja, du kannst doch jetzt mit zwei Händen anfangen. Doch. Ich kann zweihändige Waffen einhändig tragen, also. Das hast du nicht ausgewählt. Doch. Also lol. Ich nutze ja nur hier so einen zweihändigen, eine seltene Zweihandpflegel, also. Nein. Aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Brauchst du das? Das ist ziemlich scheiße. Zu diesen Höhlen gejagt. Nö. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Jetzt hast du die Kassra-Barrikade bringt, ich kann aber verkaufen. Passieren lassen. Sind nichts wert. Wir werden sehen, aber erstmal die Edelsteine in meine Truhe legen. Boah, wie schön das wieder ist, solche kleinen Edelsteine zu kriegen, ich finde es eigentlich immer toll, wenn du solche niederstufigen Edelsteine hast, die du dann wieder extra alle zusammenschmelzen kannst. Der 600 irgendwas Gold wert, also. Oh jo. Ich finde es einfach schöner alles. Nein, ich hasse sie, ich verkaufe sie jetzt so. Echt? Was soll ich mit so einem Scheiß? Ich krieg Imperale von meinem Hexendoktor. Wow, von deinem Hexendoktor. Ja, ich spiele auch auf Quad 1, ja, Hey. Du hattest aber ganz am Anfang hast du aber noch nicht diese bekommen, also ja, selbstverständlich nicht. Dann freu dich doch mal, wenn du wieder solche kleinen Edelsteine bekommst. Und erinnere dich wenigstens wieder an deinen Anfang. Und wie schön ist doch der Anfang aller Leute bei so einem Spiel. Hä? Wo bist du jetzt? Zwinker, wow, Zwinker. Wir müssen hier runter und du hast rote Schuhe an. Umfärben. Warte. Du hast rote Cowboy-Schuhe an. Cowboy? Cowboy-Schuhe. Cowboy. Oh, ich habe eine Teile mit meiner Kiste. Oh. Da warte, hier ist ein Nebenpunkt da. Foxy, da. Was geht hier? Leute, wenigstens so ein bisschen Crafting. Ansehen. Hey, wo seid denn ihr schon hin? Wir sind schon im zweiten Boss. Wir sind schon bei Akt Nummer 3. Ja. Neues Wissen. Madik. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Guck mal, das ist ein Regenbogen. Sie ist gewaltig für ein Insekt. Und ihre Größe erlaubt es, ihr auf unerklärliche Weise eine Energie auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Oh, kein Problem. Asgard, guck, was passiert? Er steckt es wieder auf. Ja, solltet ihr das Thema nun besser. Alter, musst du vor Foxy mit zwei Level. Was? Was hast du gesagt? Ja, Asgard ist zwei Level höher als du. Nein. Doch. Ah, nein. Jetzt sieh mehr. Nein. Irgendwas dazu gekriegt, weiß aber nicht, wo. Wow! Ach hier. Ne, da kann ich nicht gebrauchen. Ich muss schon nah an den Gegner dran. Oh, scheiße. Der Gegner, scheiße. Ne, wo ist denn hier? HD! So, Gegner in HD, cool. HD. Ich mach mir jetzt auch solche Thumbnails und die überlade ich dann so wie Snoopy. Alter, super HD 720p Auflösung! Der Name ist so voll riesig, ey. Alter, ich hab's gehasst. Kann man sich nicht ansehen, der kriegt mir Augenkrebs davon. Ja. Ja. Aber es fällt halt auf, ne? Ja, es fällt auf, dass ich das viel definitiv nicht angucken werde. Ich dir nur zustimmen. Der findet den Stab der Bumsabung. Den Stab der Kasra.
wüsst ja auch genau, wo er ist. Der ist da oben, da ist auf meiner Karte schon so ein cooles Leuchten. Aber es gibt hier das Lysum. Alter. Ein Schloss. Will auch den. Sie sind im Turm! Nur Geduld. Ja, wie bei mir, die einfach so aus dem Boden aufgetaucht sind, diese Gegner. Doch so schnell. Die dunklen Berserker werden zu den geringeren Dämonen gezählt. Doch ihre Stärke übertrifft noch immer die der Menschen. Neues Wissen. Ich habe in der Kathedrale unheilige Zaubersprüche gefunden. In Erzbischof Lazarus eigener Handschrift. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Ich hoffe, es gibt keine Kopien, damit dieses schreckliche Wissen für immer verloren ist. Konzentration! Und tot. Concentration now again. Oder so. Oder so? Oder so. Legendärer Gegenstand, geil. Scheiß Gegen hat mir keinen legendären Gegenstand gesagt. Das war der Notglück. Das stimmt auch, ich habe echt die legendäre Gegenstände bekommen. Letzten Endes bekommt das halt überhaupt nicht. Sagt nur so, oh cool, legendärer Gegenstand. Muss man bringen. So, ja, aber so, bei jedem Gegner. Oh, legendärer Gegenstand, oh, legendärer Gegenstand, oh, legendärer Gegenstand. Oh, da verkauft einer Gold. Wo verkauft einer Gold? Er tauscht Gold, er verkauft Gold gegen Gold, oder was? Ja. Noch nicht bereit. Chat-Nachricht, ja? Ja, ich geb dir, ich sehe das nicht, ich hab den allgemeinen Chat ausgestellt. Oh mein Gott. Niemand will dein Blutgeld haben. Alter, ich kann sogar hochspringen, geil. Nur Geduld. Boah. Hier ist Ende, wir müssen weiter. Ah. Ach, sogar Foxy kann dahin teleportieren. Du hast gar nicht, der muss hochlaufen. Ich kann sogar auf die andere Seite einfach, geil. Unfairer Spielvorteil. So cool. Wieso das kann man mit dem Pferd schneller? Ja, ich weiß. Dafür können wir uns die Sachen glitschen. Wir wollen hängen in der Wand fest. Ja. Und sterbt dann auf einmal. Ich bin der Einzige, dem das nicht passiert. Genau, die passiert dann erst recht. Genau, ich reite so, fall so durch den Boden durch. Du springst dann so runter und glitschst so halb in so einer Wand fest. Gepriesen sei Akkarat. Ich bin 2 Level über Foxy. Mhm. Ich Foxy hat immer so 5 Level höher einfach mal. Oh! Ich hab neues Spielzeug. Guck mal. So, mal gucken, was habe ich denn so alles? Ich hab Himmelsfaust. Okay. Wow. Der beste Skill, den ich je hatte. Bleibt bei diesen coolen Streitkolben. Okay, cool. Für Lord. Ja, was ist? Ja, das ist dieser Champion-Skill. Der muss.